Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Europa Universalis 4 als Österreich im Jahr 1577. Mein Name ist Slykor und wir spielen mit dem Emperor bzw. ja Imperator DLC und sind mitten im Krieg mit dem Osmanischen Reich. Und ich glaube, der Krieg wird ganz easy peasy lemon squeezy gut zu Ende gehen. Ich nehme mal hier eine Truppe und klatsche die mal da drauf, damit da der Turm fällt. Und ich möchte 2-3 Änderungen machen. Moment. Erstmal, der kommt aus dem Kirchenstaat noch nicht raus. Ich möchte einen Anspruch in Aragon und einen Anspruch in Frankreich. In Aragon habe ich keinen Anspruch, in Frankreich auch keinen. In Kastilien habe ich, Bretagne, Aragon und Frankreich. Moment. 1580 ist Frankreich, 79 ist Aragon. Spionagenetzwerk, bitteschön. Ich hau mal den aus Tunesien raus und schick ihn nach Frankreich. Ja, es gibt ganz viel Stress. Und ganz viele Koalitionen. Machen wir mal einen Moment ein bisschen runter. Dann kann der gute, ja, was ist denn das, der Diplomat wiederkommen. Und dann checken wir gleich mal ab. Wenn er wieder da ist, komm her, lieber Diplomat. Okay, dann noch nach Frankreich und ich würde gerne noch hier einmal Polotsk hinzufügen. Das geht. Twer befindet sich in einer Koalition gegen euch, aber ich glaube nicht, dass Twer die anderen reinruft. Nur wenn ich hier das Häkchen reinmache oder nicht, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, den Krieg fange ich jetzt noch an. Ich muss mal jetzt abchecken. Ich glaube nicht, dass uns eine Koalition erwartet. Nein, es sind auch nur 43.000 Truppen. Praktisch ein Moskau fertig. Man kann die anderen gar nicht zählen. Ich meine, Twer, Novgorod, Moskau, Odojew, das ist das hier, das Blaue. Und Polotsk ist ein bisschen Litauen. Eigentlich ein Krieg gegen Moskau und Litauen, so ursprünglich. Aber Moskau ist ja deutlich kleiner geworden. Novgorod hauen wir früher raus. So ungefähr möchte ich das haben. Das sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ja, sehr schön. Und dann möchte ich noch einen Anspruch in Frankreich, damit wir da auch immer alle schönen Kriege erklären können. Die Jungs kommen mal bitte hier jetzt in die Nähe runter. Obwohl, vielleicht können die da bleiben und wir belagern Novgorod und hauen die früher aus dem Krieg raus. Die brauchen wir ja gar nicht in dem Krieg. Und checken gleichzeitig weiter hier ab. Ja, es bilden sich Koalitionen, aber ganz ehrlich, mit dieser aggressiven Expansion, ich meine, auch die grünen Flecken hier wurden unter aggressiver Expansion, auch wenn nicht so viel wie eigentlich nötig, hinzugefügt. Von dem her, ja. Dann, Moldawien hat sich einer Koalition angeschlossen. Alles ganz ruhig, alles ganz cool. Die gehen jetzt hier bitte nochmal eins vor. Und ich lasse da auch die Kanonen knallen. Ich mache mir da nichts vor. Oh, Moment. Frankreich, Diplomatie, Spionagenetzwerk. Dankeschön. 20 muss es nur groß sein, sehr schön. Und genau, eins vor bitte. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eins vorgeht. Ja, dauert nur ein bisschen. Dann hau ich da gleich die Kanonen rein, wenn die da sind. Damit ich mit dem Osman vielleicht doch einen schnelleren Frieden schließen kann, als ja ursprünglich gedacht, weil wir ja jetzt noch hier oben Krieg haben. Dann wird Polotsk hinzugefügt. Dann kann ich einen Haken dran setzen, ein Häkchen. Und das ist dann auch quasi in Anführungsstrichen für immer erledigt. Ich muss mich da wirklich nicht mehr drum kümmern, sie jemals wieder da hinzuzufügen oder nicht hinzufügen. Polotsk ist dann dabei und die treten nicht mehr aus dem Reich aus und dann haben wir sie und dann passt das. So, die Krim revoltiert. 41.000. Moment, ein, zwei Sachen, die ich noch machen will. Ich möchte den Stufe 3 Menschen reinhauen. Damit wir schneller Admin Power kriegen. Ja, der nationale Schwerpunkt ist auch auf Admin Power. Damit wir schneller hinzufügen können, was gekort werden muss. Als erstes und als zweites möchte ich noch ein paar Tower zerstören. Moment, Moment.
So, die Tower hier oben können alle weg, ich brauche sie nicht. Umliegend sind alles Nationen, die dem Reich angehören, Schweden, Norwegen und Dänemark und Finnland. Da passiert schon nichts großartig hier in Posen, der Tower kommt auch weg, die Festung oder die Burg. In Berlin lassen wir die stehen, in Kernösterreich machen wir auch eine weg und zwar die hier. Moment, zerstöre Burg, genau. Ganz nett, ich glaube, die hier unten, den Tower, den lasse ich, da sind wir noch relativ nah am Osman, lasse ich mal stehen. Der wird dann gelöscht, der Tower, wenn wir Konstantinopel, ja, für uns geschnappt haben und den in der Krim, ja, jetzt kann ich den gar nicht wegmachen, weil der belagert wird. Und den hier oben lasse ich auch, aber da sparen wir einmal ein bisschen Geld. Dann möchte ich tatsächlich, Moment, nein, die Armeen auf voll, als ob ich die Armeen runterhaue, nein, nein, die Armeen auf voll. So, dass die Korruption nicht so stark viel Geld frisst, das als nächstes. Und die Missionare bekommen keinen neuen Job. Auf keinen Fall. Nein. Das passt. Und dann schauen wir mal, ob sich das geldmäßig jetzt ein bisschen mehr einpendelt, dass es ein bisschen besser wird, dass es nicht so durchdreht einfach. So, 14%. In der osmanischen Hauptstadt, die direkt ans Reich angrenzt, was irgendwie witzig ist. Staatsehe von Jaroslav, nein, danke. Gegen die führen wir auch Krieg, gell? Gegen die hier, denn Reisan und Kasimov werden dann noch länger auf sich warten lassen, bis wir sie hinzufügen können. Schade. Aber mir ist gerade was eingefallen, ich gehe mit den 17 dann hier runter und hau Odoje früher per Separatfrieden raus. Der Vorteil ist, dass wir früher dann wieder den Krieg erklären können. So, eine Belagerung, die wir durchgedrückt haben, wurde vom Osman aufgelöst. Unsere Zweiertruppe wird kaputt gemacht, ja, was soll ich machen, es ist so. Dann schauen wir nochmal hier, 60... und 170 und 160, alles klar. Also wenn ich so um die 70 Admin-Punkte habe, ich kriege ja jetzt, oder wir bekommen ja jetzt 12 pro Monat, was schon mal sehr geil ist. Also wirklich, die Admin-Punkte müssen jetzt reinflattern. Anders kann ich es gar nicht sagen, die müssen jetzt reinkommen und zwar schnell. So, die 1,5 können mal mit dazu. Oder kleine Provinzen in Moskau. Mir eigentlich egal. Hauptsache, die erweisen sich als nützliche, ja, Kraft, die ein bisschen hilft. Österreichische Bauern, die gehen hier schön zurück. 12 in Kreta. Die Schiffe, ja, sind Schiffe und machen da ihr Zeug. Das passt alles. Also, ich will jetzt auf jeden Fall, ja, die sind down, dass das hier fällt. Das ist mir jetzt wichtig, dass dieser Turm fällt. Das ist mir jetzt wirklich sehr wichtig. Ich sehe, ja, so wie es momentan aussieht mit dem Kriegsstand und jetzt auch mit Moskau, kein 90% Frieden mit dem Osman. Aber ein 20-30% Frieden und dann ist gut. Wir haben eben auch noch stark mit Koalition und innerer Stabilität zu kämpfen, die noch nie so niedrig war. Doch, zu Spielbeginn. Zu Spielbeginn war sie auch auf 0. 28%, dass das nicht geploppt ist. Doch 49, wenigstens ist es jetzt ein, ja, quasi ein Coinflip, also ein Münzwurf, 50-50. Ob wir das einnehmen oder nicht, dann gehen wir hier aufs Kriegsziel, auf Childir, Kildir. Und warten mal hier die zwei Tower noch ab und dann schließe ich Frieden. Ich mache da nicht mehr lange mit denen rum. Auf jeden Fall... Hier, das Timuridenreich wird rausgekickt, dass es eben kein Bündnis hat. Das gefällt mir nämlich nicht, dass es ein Bündnis hat mit dem Osman. Ich weiß nicht, wie stark sie sind. Kann ich das abchecken?
27.000 Einheiten, jetzt nicht so stark, ich würde sie auch gern per Separatfrieden raushauen, aber A, wir sehen hier nichts und B, kommen wir da nicht hin. Wir haben da keine Durchmarschrechte. Ich weiß ja nicht mal, ja, was da ist, welcher Staat. Also es dauert noch ein bisschen. So, Provence erbittet Militärzugang, eine Zusage, gewähren. Sie sind im Krieg mit Kastilien und so weiter und so fort. Was ist los, liebe Provence? Und Frankreich, sehr interessant. Ja, soll ich den Zugang geben? Weiß ich nicht. Moment, wie ist denn der Kriegsstand? Alles klar, Kastilien führt. Frankreich liegt hinten. Dann bekommen sie, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr ausgeglichen. Dann können die vielleicht ein bisschen helfen. Naja, wenn sich Kastilien jetzt noch mehr an Frankreich bedienen würde, wäre aus einer Seite gut, dann könnten wir Frankreich dem Reich vielleicht hinzufügen. Auf der anderen Seite natürlich schlecht. So, das haben wir jetzt. Sehr gut. Jetzt haben wir eine neue Zweiertruppe. Die wird jetzt aufs Kriegsziel gehen. Und die hier, Moment, gehen hier rüber auf den Turm. Genau. Konstantinopel 28%, eine Schlacht, die guten Leute werden jetzt hier richtig aufgemischt gegen die 78.000. Was hat denn der Osmane wie eine Truppe? 78.000 auf einen Schlag, das ist die Gesamttruppe, mehr hat er gar nicht. Also hier, dann noch die 6 und die 8, aber das ist so einmal der große Batzen in der Mitte und das war's. Ich drücke immer noch die Daumen in Konstantinopel, 28% immer noch. Die hier unten haben abgebrochen, weil sie da zu Hilfe eilen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. In Heidelberg gibt es Thronanwärterrebellen. Es gibt ja ein sehr aufmischendes Spiel, eine sehr aufmischende Runde. Novgorod wird belagert. Das ist sehr gut. Und jetzt kommen 7%. Ich lasse nochmal die Kanonen knallen. Ist mir fast schon ein bisschen, ja, ist mir leid um die militärischen Punkte, aber manchmal muss man das tun. So, 67. Die Überdehnung sinkt, aber die großen Batzen werden noch nicht gekorrt. 22 und 23% Überdehnung, zwei Provinzen. Die Provinzen sind halt riesig groß. Ja. So viel dazu. So, das Kriegsziel wird erobert. Laufen die wenigstens in die richtige Richtung? Was stehen die da rum? Ich weiß es nicht. Aber egal. Oder doch nicht. Ja doch, die wollen hier durch. Aber Konstantinopel ist zu. Kann das sein? Ja, das sind 34.000 osmanische Schiffe. 34 osmanische Schiffe, nicht 34.000. 16 Transportschiffe, wir haben auch 16. 5 Galeeren, 10, 13, 15, 5. Unsere Schiffe sind stärker. Was haben die denn eigentlich wie? Viele Transportschiffe. Alles klar, das ist nicht die gesamte Flotte, wie es aussieht. Moment, hier ist was. Ich weiß nicht. Nee, komm. Ich wollte gerade mit unseren Schiffen da drauf. Jetzt sehe ich hier hinten nochmal 30 Kriegsschiffe vom Osman. Das muss nicht sein. Der Osman hat eben gute Seeprovinzen. Und zwar ganz, ganz viele. Und dann, ja, ist das der Nachteil. So, gebt ihr hier mal ein bisschen Gas oder was? Wie sieht's aus? Minus 31, ja, ist immer noch schlecht, aber 28% immer noch. Hier immer noch auch 28. So, minus 2 Kriegsmüdigkeit, das Wunder des Lebens stand da. Wir können Kassan den Krieg erklären, Litauen hat irgendwie intern Stress. So, wir haben das Kriegsziel, 12 Punkte Kriegsstand. So, ihr geht mal darüber. Was sind das? Georgische Nationalisten. Dann geht ihr darüber, bevor die georgischen Nationalisten euch auch weghauen. So, wir haben Novgorod gewonnen. Können wir Novgorod rausholen? Weiß ich noch nicht. Können wir in der Bretagne einen Anspruch fingieren? Nein. Dann nehme ich den Kirchenstaat-Diplomaten, um abzuchecken, ob in Novgorod was drin ist oder nicht. Weißer Frieden ist drin. Brauchen wir sonst noch was außer weißen Frieden? Moment, die zwei Provinzen.
haben sie gut dem Reich hinzugefügt. Das heißt, sie haben diese Nation hinzugefügt und wir mussten es nicht machen. Hat mir am Anfang ein bisschen nicht gefallen, aber ist okay. So, Kernprovinzen an Schweden? Nein, an Moskau auch nicht. Wir wollen auch keine Provinzen. Was wollen wir mit Novgorod? Dann ist es quasi nur ein Geldfrieden, der gar nicht so hoch ist, aber ich mache ihn. Ich hau die jetzt schon raus, damit sich auf Moskau umorientiert wird. So, und apropos Moskau, ich gehe gleich mal drauf mit unseren Truppen auf die Hauptstadt. Dann ist eben ein Kriegspartner, ja, eine Kriegspartei, ein Kriegsgegner eher weg. So, Konstantinopel, 28%, das schafft ihr. Ich glaube an diese 28%, dass diese mich jetzt hier nicht hängen lassen. Ein Viertel Chance, komm. Dass es klappt, drei Viertel, dass es nicht klappt. Da kommen die 76, jawoll, es hat geklappt. Ich hab's richtig herausbeschworen. Wie geil, okay. 24er Kriegsstand, damit würde ich sagen, wir warten hier noch auf die Provinz. Die 42%, das verbessert unseren Kriegsstand noch ein bisschen, aber das mehr ist nicht rauszuholen, wenn wir noch da oben im Krieg sind. Es sieht nicht so aus, als würden hier jetzt die großen Armeen kommen. Außerdem haben wir intern viel zu viel mit der Überdehnung zu kämpfen. Viel, viel zu viel. Ah, es ist übrigens jetzt günstiger, weil die Kriegsmüdigkeit niedriger ist. Ja, okay, verstehe schon. Die Kriegsmüdigkeit macht es anstrengender, zur Kernprovinz hinzuzufügen. Auf jeden Fall, so viel dazu. Die 42% können hier noch ploppen. Ich glaube tatsächlich, um den Kriegsstand ein bisschen noch zu verbessern. Boah, der muss ja richtig außen rumlaufen. Vielleicht darüber. Darüber und darüber. So. Warte ich hier auf die 42%, die werden ploppen. Und ja, der Osmane ist weder in Angriffsposition noch irgendwie drauf und dran, eine große Provinz zurückzuerobern. Damit könnten wir eigentlich einen, ja, Vertragsfrieden schließen. Hier, mit diesem Reich Timuriden. Timuriden? Ja, mit dem Timuridenreich, mit den drei roten Punkten, das Bündnis brechen. Und ansonsten vielleicht eine Provinz an Albanien. Und ja, ich will jetzt mich hier nicht großartig ausdehnen, aber eine Provinz zum Beispiel, damit wir unsere Schiffe ein bisschen besser legitimieren können und uns Geld sparen. Das ist natürlich wieder Überdehnung, aber ja, so eine kleine Schwächung. Der Osmane geht jetzt, glaube ich, zurück auf Konstantinopel. Das passt dem gar nicht. Ja, wird mir auch nicht passen. Würde ich mir jetzt eigentlich auch lieber selbst schnappen, die Provinz? Oh, die haben das wieder zurückerobert. Ich kann es nicht fassen. Moment. Wir brauchen das Kriegsziel. Wir brauchen das Kriegsziel. Unbedingt. Ohne das Kriegsziel brauche ich keinen Frieden schließen. Wirklich nicht. Also das muss erobert sein. Wir haben nur 6. Was ist denn das jetzt momentan wieder so schlecht? Wir hatten doch gerade einen guten Frieden fast. Ja, wir hatten gerade einen guten Frieden fast. Fast nichts, ne? So, prägt mehr Münzen, die Inflation steigt. Es ist schwierig. Schwierig. Da haut der Osmane gleich nochmal rein. Und unsere Truppen, unsere Freunde hier kassieren Stabilitätseinbruch auf minus 1. Alter Schwede. So, jetzt. Ich will das jetzt mit dem Osman einfach gut über die Bühne kriegen. Also, ich kann's nicht fassen, dass diese 9000... Boah, ich kann's nicht glauben. Wir sind im Krieg mit Osman und irgendwelche komischen georgischen Nationalisten denken sich, wir machen hier jetzt den Frieden kaputt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wirklich nicht. Das geht mir nicht rein. Wirklich nicht. Dass da jetzt... So, wir können ein paar Kriege erklären, die jetzt nicht so wichtig sind, glaube ich. Moment, den einen Starter kenne ich gar nicht so richtig. Aber doch, die sind im Reich. Das passt. Oh je, wir wollen doch nur das Kriegsziel haben. Ja. 42%. Ja, verloren, klar.
So, jetzt haben wir das gewonnen. Jetzt gehen wir darüber, hauen die weg, erobern das Kriegsziel, kommen auf über 10% und machen das der Osmane eben nicht mehr mit dem Timuridenreich da befreundet ist. Das wäre jetzt so mein Wunschfrieden. Und dann können wir hier weiter gucken. Moment. Einfach weiter ein bisschen Russland erobern. Also, ich lasse die Zeit laufen und jetzt macht mich nicht traurig, wirklich nicht. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Und die erobern da jetzt alles wieder zurück. Das ist doch unglaublich. Ja, das ist eben auch, dass wir innerlich Stress haben. Das ist eben so. Boah, die anderen sind zu Hilfe gekommen. Moment, Pause, Pause, Pause. Oh, das schaffen wir. Das kann nicht sein. Wir hatten georgische Nationalisten und dann haben wir nochmal georgische Nationalisten. Das ist wahrscheinlich jetzt der Stabi-Punkt, den wir jetzt noch verloren haben. So, erobert das jetzt zurück, das Kriegsziel. Und wir schließen bitte schnellstmöglich einen Frieden, aber einen einigermaßen guten, bitte. Ich meine, schließlich haben wir die Hauptstadt. Und? Okay, Moment. Okay. Dann, wir kriegen 10 diplomatische Macht. Ja, die Stabilität können wir momentan nicht erhöhen, aber 25 Kriegsstand. Jetzt aber Frieden verhandeln, so das passt. Also, was haben wir? Hier, Verträge, nein. Verträge aufkündigen. Mit dem Timuridenreich. Das Bündnis wird annulliert. So, erstens. Das ist gut. Zweitens. Zwei Provinzen? Naja. Wir haben so viel Überdehnung. Da bin ich mir echt nicht sicher. Vielleicht einfach nur die eine Provinz? Ja, die können wir uns nicht schnappen. Leider. Moment. Wenn wir Albanien nichts abgeben, können wir uns das auch nicht schnappen. Aber knapp. Knapp. Also die Provinz hätte ich schon wirklich sehr gerne. Hm. Dann kriegt Albanien was zurück. Die Provinz schnappen wir uns nicht. Das hier können wir uns schnappen. Irgendwelche kleinen Inselchen oder sowas. Ja, ist jetzt nicht so das Wahre. Also so Inselchen, finde ich. Natürlich, klar, jede Insel weniger ist eine Insel weniger, aber... Ja, im Punkto auf die Überdehnung, 24, die aggressive Expansion juckt mich gerade gar nicht, 24 Überdehnung, dann machen wir das so und können wir noch ein bisschen Geld abzwacken, 55 Dukaten, dann machen wir mal das, wichtig ist, dass der Frieden, das Bündnis mit dem Timuridenreich da hinten, heißt das so, ja, Timuridenreich, dass das weg ist. So, Albanien hat eine Provinz bekommen. Wir haben hier zwei Provinzen bekommen. Eine wird gleich gekort. Und jetzt gilt es A, Moskau zu besetzen. B, im Inneren, ja, drauf zu klatschen, wo man drauf klatschen kann. So, wir haben 80 hier unten. Bretagne. Anspruch, bitte, danke. Und wir schicken wieder einen Diplomaten zurück zum Kirchenstaat für eine bessere Beziehung. Das wurde dem Heiligen Römischen Reich hinzugefügt. Okay, okay. Und Beziehung verbessern, damit die noch besser wird mit dem Kirchenstaat. Und ja, mit diesem osmanischen Frieden, das war jetzt wirklich eine heiße Sache. Und auch kein riesiger, glorreicher Frieden. Das bedeutet, es ist bald wieder Krieg drin, oder? 87? Ne, doch. Ein langer Waffenstillstand. Auf jeden Fall, ja. Zwei Provinzen mehr, die eine hier hinten auch ab. Aber das Bündnis, das aufgebrochene Bündnis zum Timuridenreich, macht sie eben sehr viel schwächer. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge EU4. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.